Hitradio FFH. Sommerferien mit Mundstuhl. Urlaub ist die schönste Zeit im Jahr. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Geht's schon wieder um den Urlaub? Jawohl, und ich glaube, es geht nach Sylt. In Frankfurt in den Zug gesetzt, in Hamburg umgestiegen, dann über den Hindenburgdamm direkt nach Westerland. Dauert jetzt über halb Stunde, kostet 29 Euro, voll geil. Naja, Sylt, also ich weiß nicht. Also das ist doch spitze da. Fast 100 Quadratkilometer ist die Insel groß. Ist ja die nördlichste deutsche Insel. Der Weststrand ist 40 Kilometer lang, das muss man sich mal vorstellen. Der könnte von mir aus 100 Kilometer lang sein. Ach Lars, sogar die Ärzte haben einen Song darüber gemacht. Krabbenbrötchen gibt's an jeder Ecke. Da hol ich mir Fahrrad und fahr zu meinem Strandkorb. Füße hoch und die Seele baumeln lassen. Na ja, klar, kannst du natürlich machen, aber also ich kann's nicht empfehlen. Was, warst du schon mal da oder was? Ja. Einmal und nie wieder. Warum? Was ist denn passiert? Na, ich sag's mal so, ich lass mich halt nicht verarschen, weißt du? Es war sauheiß, die Luft hat gestanden. Aber meinst du, die hätten mal die Windräder angeschmissen? Da haben sie doch extra den Windpark hingebaut, direkt vor Sylt. Aber meinst du, die schmeißen die Windräder mal an? Nix Pustekuchen. Am nächsten Tag hat's gestürmt und geregnet, da sind die Dinger gelaufen, volles Rohr, wo keiner am Strand liegt. Nee, also ich lass mich nicht verarschen. Nee, da fahr ich auch nicht hin. Also Gott sei Dank hast du es mir noch erzählt. Sommerferien mit Mundstuhl. Jeden Tag bei Hitradio FFH. Und zum nochmal hören bei FFH im Web und in der App.